Zu Beginn eines neuen Jahres ist es in vielen Städten und Gemeinden in der Region Tradition, die Einwohner zu einem Bürgerempfang einzuladen. Dabei soll der Bevölkerung die Gelegenheit geboten werden, mit den Stadt- oder Gemeindeobersten ins Gespräch zu kommen und Wünsche oder Erwartungen zu formulieren. Heute war es traditionell in Reutlingen wieder soweit. Zum Auftakt spielte das Bläserquintett der Württembergischen Philharmonie Reutlingen die Ouvertüre der Oper Wilhelm Tell, die vom Freiheitskampf handelt und im 19. Jahrhundert vielerorts nicht gespielt werden durfte. Solche Probleme gäbe es laut Oberbürgermeisterin Barbara Bosch in Deutschland nicht mehr, dafür aber andere. So ging sie in ihrer Rede auch auf das Flüchtlingsthema und die damit verbundene Pegida-Bewegung ein. Ich habe selbst im November in Dresden eine dieser Demonstrationen gesehen und ich verwahre mich dagegen, dass mit deren Ruf "Wir sind das Volk" ein Vertretungsanspruch für uns alle formuliert wird. Diese Pegida spricht nicht für uns. Sie spricht ganz sicher auch nicht für mich. Sie wolle die Flüchtlinge, die nach Reutlingen kommen, angemessen unterbringen. Die Stadt stehe vor einer großen humanitären Herausforderung, die es gemeinsam zu schultern gelte. Ein anderes Problem, vor dem die Achalmstadt auch 2015 stehen wird, ist die Haushaltslage. Die Ausgaben galoppieren uns davon und selbst in guten Zeiten, jedenfalls in Reutlingen, reichen uns die Einnahmen nicht aus. Trotz finanzieller Engpässe, unsere Stadt kommt weiter voran. Das gilt für viele Bereiche, die Kinderbetreuung, in die weiterhin das meiste Geld fließt, die Bildung, Sportstätten, Verkehrspolitik. Auch die Altstadt liege der Oberbürgermeisterin am Herzen. So hofft sie, dass die Oberamteistraße bald saniert werden könne. Die Stadtverwaltung habe die erforderlichen Mittel schon vor 2 Jahren in den Haushaltsentwurf eingestellt. Allerdings sind diese Mittel dann von einer Mehrheit des Gemeinderates, damals gegen meine Stimme, wieder herausgestrichen worden aus dem Haushalt. Und deshalb landet das Thema jetzt erneut auf unserem Tisch. Und ich sehe uns alle miteinander in der Pflicht, endlich eine Entscheidung über den weiteren Umgang mit dieser Häuserzeile zu treffen. Die Sterne würden günstig stehen, so Bosch. Und die Stadt habe, natürlich auch für andere Projekte, genügend Gelegenheit zu handeln. 2015 sei das Jahr der Ziege. Und die stehe laut dem chinesischen Horoskop für Sanftmut, Frieden, Liebe, Kooperation und Hilfsbereitschaft. Dinge, die sich Bosch auch für die Bürger und die Politik der Stadt Reutlingen erhofft.